Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces. Ja, in der letzten Folge wollten wir Fendel ja aus dem Hinterhalt angreifen mit Espel, Sophie und Sherrya und drei, vier andere Leute, die jetzt nicht namentlich erwähnenswert sind. Ja, allerdings haben wir uns das beschissenste Timing von allen ausgesucht, weil während wir nämlich aus dem Hinterhalt angreifen wollten, haben. Oh, ich habe Mais am Stiel bekommen. Haben die Fendelianer uns ja auch aus dem Hinterhalt angegriffen und Land überfallen. Ja, und das wäre auch ein bisschen blöd ausgegangen, wenn nicht gerade die Strata-Armee zur Hilfe gekommen wäre, unter Leitung von Hubert, also unserem Bruder, der mittlerweile Lieutenant der Strata-Armee ist. Ja, nach einem herzlichen Wiedersehen mit Hubert hat er uns hier ins Arbeitszimmer eingeladen und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Sophie wartet draußen und die Brüder unterhalten sich jetzt mal freundlich. Good, you're here. Der macht sich There's an schon important breit matter that I neglected auf to tell the meinem Platz. townspeople. As part of the bilateral alliance between our nations, the Straten military will be permanently stationed in Land. I have been appointed military governor and will handle all affairs of state from this point forward. What are you talking about? I wasn't informed of this. It was a term negotiated directly between the governments of Strata and Windor. Let me ask you something. What exactly do you hope to accomplish here? As of now, you're completely dependent upon my military. No lord can rule under such conditions. But... What Lant needs now is power. Strength. This is something I possess. As a commander in Strata's military, I can bring peace and stability to this land. Aber sind wir nicht auch Teil von Windor? Haben die nicht irgendwelche Soldaten auch hier stationiert? I've Hallo? spent the last 7 years studying and training. I've sacrificed everything to achieve what I've become. I'm Egal. not you. I didn't forget my home and my people so I could go gallivanting around the countryside. You don't know what I went through. You have no idea what it's like to train at the Knight Academy. Then perhaps you'd care to show me what you've learned. Here is my proposal. If I defeat you in combat, you will leave Lant immediately. If I lose, I will recognize you as the rightful lord. Are you nuts? I'll never agree to that. Then run. Run like you always do. It will prove the last 7 years were about nothing more than your own pride. Ach, nur ein Idiot würde auf so eine Provozierung eingehen. Fine. Let's see if my training was just one big ego trip. Gott verdammt, Espel. I'm glad you've accepted my proposal. But I warn you. I'm not the boy you knew 7 years ago. Wow, du hast deinen Stöcker mit dem Doppelschwert ausgetauscht. Ich hab so Angst. Hubert! Na, ja, warte, Hubert. Komm her! Oh. Oh. Das ging schnell. Hubert, you've grown strong. Das war nicht zu übersehen. I told you, I'm not the boy you knew. As per our agreement, you will leave Lant. Now. Hubert, what is this? Asbel left the Knight Academy to take your father's place as the next lord. I finally get both my sons back, and now they're at each other's throats. Last I checked, you have only one son. What are you saying? I am an Oswell. Hubert, your father was only thinking of you when... Enough. The two of you abandoned me, and that's the truth of it. No, please don't. Don't worry, Lady Carrie. I will not force you to leave as well. Arsch. Ich dachte, wir wären Bros. Ey,
Lass mir meinen emotionalen Moment, Mann. Ja, was jetzt? Aspel? Aspel. You can't come with me, Sophie. Not this time. Warum nicht? Go find Sharia. She'll take care of you. Hey, quit blubbering and go! Lass mir mal einen emotionalen Moment, Mann. Strata, alles Ärsche irgendwie. Irgendwie schon, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Aspel, Hubert, how did this happen? Naja, Hubert hat mit seinen Schwertern auf mich eingeschlagen. Ups, da bin ich auf mein Mikro gekommen, Entschuldigung. Let's get inside. I'm not weak like I used to be, Grandpa. You don't have to worry. I always worry about you, no matter how healthy you are. Everyone changed. It's all different now. Such is life. You just keep changing with it until you find the right path. When times are trying, you mustn't fear to face them. Grandpa. Oh, young masters. Why did it come to this? Schwert auf vorüber. Hallo? Also in einem minütigen Kampf, in einem minütigen, einsekundigen Kampf nicht gesehen? Egal. Ja, okay, falls es noch nicht so offensichtlich gewesen ist, ich check erstmal hier alle neuen ab, damit man erkennen kann, wann ich hier mal einen neuen Titel bekomme. Ja, diesen Kampf konnte man nicht gewinnen. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich ihn gewonnen hätte können, wenn ich, keine Ahnung, auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt hätte und, keine Ahnung, schon mal durchgespielt hätte und Techniken und was weiß ich alles aus dem vorherigen Spielstand übernommen hätte. Aber das ist jetzt egal. So, was bringen wir hier denn noch jetzt bei? Boah. Sollte man den einfach mal meistern. War nicht mal Kampfmusik bis jetzt. So also traurig. So. Einfach mal Frust auslassen. Oh, neuer Titel. Aber gleich. Ja, wir sind jetzt hier aus Lahn verjagt worden. Super. Sind gerade erst hier angekommen und dann das. Und wenn ich mich nicht irre, oder warten, Hinterark. Okay, dann nehme ich. Ja, und jetzt, und jetzt? Und jetzt? Ja. Was machen wir jetzt? Wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir können, glaube ich, nicht hier runter. Nein. Ey. Ey. Wir hauen einfach mal ein paar Leute hier kaputt auf dem Weg. Weil wir ja nichts zu tun haben und jetzt Blitzadept-Titel. Cool. Ja. Wir gehen einfach mal die unendliche Straße entlang und lassen uns vom Wind wehen. Ein bisschen Erfahrung noch mittlerweile sammeln. Nebenbei meine ich. Wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen trainieren, ein paar Titel aufleveln. Weil mir ist aufgefallen, ja, mir gefällt das. Also ich kann neue Titel lernen und dann steht da überall neu. Da kann man erkennen, welche Titel alle neu sind, wie man die bekommen hat. Also solange ich die nicht ausrüste, ich habe ja glaube ich alles auf manuell eingestellt. Das heißt, es kann sich ja nichts umstellen ohne meine Erlaubnis. Ohne meine Führung. Also schön übersichtlich. Und ich weiß, interessiert wahrscheinlich sowieso nicht jeden, ob ich jeden einzelnen Titel irgendwie so freigeschaltet habe oder wann ich den freigeschaltet habe und überhaupt oder ob ich ihn aufgenommen habe oder nicht, aber ich will es einfach so machen. Warum nicht? Und dann nehmen wir einfach den Gegner einfach hier mit. Hey! Zack! Bam! Zack!
Weil ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich mich irgendwie gewundert, dass die Kämpfe alle so schnell vorbei sind. Und ja, es ist die Menge, die zählt. Glaube ich. Das ist auch schon ein bisschen her, seit ich das Spiel gespielt habe, aber egal. Na gut. Irgendwas passiert jetzt. Sophie, I'm okay. Really, you should go back. I will protect you. That brings me back. You know, this is the place where someone first said that to me. I was so irritated a girl wanted to protect me. I said that I would protect her instead, but I didn't. And now, nothing has changed. I'm completely helpless. I'm a failure. I didn't save anyone then, and I can't save them now. Hat Aspel letztendlich doch seinen emotionalen Moment bekommen? Sorry about earlier. That was kind of embarrassing. Na, irgendwie schon, aber egal. Do you really want to stay with me, Sophie? Okay. Then I swear to protect you. And this time, I won't fail. I feel kinda dizzy. Your head feels hot. Damn it. Not now. Asbel. Water. Draußen ist genug Wasser. I'll go get some water. Wait here. Also in dem Zustand wirst du niemanden beschützen können, Aspel, also bitte. This head looks a little suspicious. Shall we look inside? No. Sophie? Hey, that's the girl that was with him. You can't go in there. Was ist denn da draußen los? Asbalant! Was los? Hat Migräne. The girl is meaningless. We've come for you, Asbalant. Who are you people? Stop. Stand aside, or we'll make this hard for you. I will protect him. Sophie, no! Who are these guys? What do they want? Asbel, are you hurt? I'll make it. But we need to get out of here. Let's head for the port. Okay. Zwei mysteriöse Typen. Aber keine Sorge, Sophie hat die Lage professionell gelöst. Aber egal, wer sind diese Typen? Das werden wir herausfinden im nächsten Part. Nein, das war nur ein Spaß. Haha, wir haben noch 5 Minuten. Okay, dann würde ich mal sagen, wir latschen noch bis zum Hafen und dann. Hi.
Es gibt wieder Kampfmusik. Okay. Ja, und am Hafen machen wir einen Schnitt. Würde ich sagen. Schaffen wir noch. Okay. Ist, glaube ich, nicht mehr so weit. Nö, ist auch nicht. Nein, ist er schon. Ich kann ihn schon sehen. War schon immer so dunkel? Oder muss ich hier was an der Helligkeit? Hallo? War ich aus? Noch welche Wünsche? Komm mal minimal. SK. Ein paar mehr. Und dann kann man so richtig reinhauen. So, und sie hat einen Titel mal geschafft. Und um weitere Titel freizuschalten, sollte man auch hin und wieder mal einige meistern. Obwohl das jetzt noch ein bisschen, ja, eigentlich war richtige Verschwendung, weil irgendwann kriegen wir so viel FP, da macht das keinen Unterschied mehr. Also, was geben wir ihr denn jetzt? Ich muss mal gucken. Gift-Effekt runter, erste Hilfe. Keine Ahnung. Eigentlich ist es ja gut, so immer die ersten drei Dinger zu lernen, aber weil man die am schnellsten lernt, aber sie hat gerade richtig, ungünstige Sachen, die man lernen kann. Ein namenloser Samen. Und da ist die Milka Windor Kuh. Milch. Sieht eigentlich mit unserem Mixer. Mit unserem Mixer sieht es gut aus. Und ich würde mal sagen, dann tue ich ein paar Titel hochtrainieren. Auf Screen. Und. Ha! Verdammt! Was soll das? Ja! Ja! Schaut mal, die Erfahrungspunkte, die ich irgendwie unterstellen kann. Ich möchte auch nicht zu überpowered sein, aber. In dem Spiel sind ein bisschen schwierig. Das Spiel kann nämlich manchmal schwer sein. Manchmal. Ich dachte überhaupt immer neue Gegner auf, wenn ich einfach so in ein Gebiet reingehe. So. Weiß ich nicht, ob da drin auch ein Speicherpunkt ist, deswegen mache ich mal hier schon Schnitt. Wer weiß, was jetzt noch passiert. Das wissen nur die Sterne. Deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Tales of Graces F wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.